Hallo ihr Schlingels und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Jack May Disney Puppenhaus von Hachette. Heute mit den Ausgaben 32 und 33. Ich kann euch sagen, es geht mindestens genauso spannend weiter wie beim letzten Mal. Nein, doch. Wir gehen direkt rüber an den Tisch. Wir schauen uns die Teile an, wir blättern durch die Hefte und gucken, was für Teile dabei sind und was für interessante Fakten uns dieses Mal erwarten. Also, los geht's. So, vor mir liegt jetzt die Ausgabe 32 mit den entsprechenden Teilen und ja, mit dieser Lieferung gibt es die Ersatzteile für das Panel, was noch im Eiskönigin-Zimmer fehlt. Das heißt, wir können das heute komplettieren und die Teile hier, quasi die falschen, können wir dann dementsprechend entsorgen. Gut, das heißt, wir können endlich die Paneele komplettieren, das erwähnte ich ja bereits. Wir haben hier Mickeys Schrank. Das ist ein richtiger Eyecatcher. Also das ist was ganz, also das ist ein richtiges Highlight. Da bin ich völlig sprachlos. Ja, es ist aus Kunststoff, aber es ist so originell gemacht. Auch hier wieder ganz oben in der Mitte ein Hidden Mickey. Vielleicht kann ich ja mal, da ja Mickys Zimmer im Großen und Ganzen schon fertig ist und auch ein großer Teil der Möbel schon da ist, vielleicht mal ein bisschen Mickys Zimmer dekorieren schon. Also so mal ein bisschen einrichten. Schauen wir mal. Und wir haben, ja, wo haben wir es denn? Ganz unten. Ein weiteres Fenster und zwar das für die Eiskönigin. Damit ist dann auch, ja, das Zimmer von Anna und Elsa quasi ja mit dem Fenster und dem Panel fast komplettiert. Kartönchen brauchen wir nicht mehr. Dann schauen wir mal ins Heft und hier sehen wir auch noch mal den schriftlichen Hinweis, dass halt mit dieser Ausgabe jetzt ja, das korrekte Teil geliefert wurde, was wir dann nun einbauen dürfen. Schön vor allem, dass es auch geklappt hat. Und ja, hier dürfen wir in erster Linie natürlich, habe ich noch gar nicht gezeigt, ne? Also, wenn man das jetzt hier so sehen kann. Von der anderen Seite sieht man es besser. Ich müsste es auspacken. Jedenfalls hat selbst das Kissen Hidden Mickeys drauf, was ultra faszinierend ist. Ja. Ja, ihr seht, es ist nur eine Seite, wo man heute bauen darf. Und das betrifft auch wirklich nur das Fenster bei der Eiskönigin. Und das ist nichts, was wir nicht schon kennen. Heißt, wir dürfen wieder die Folie von der Scheibe abziehen, die Scheibe reinlegen, das Fenster einsetzen, die vier Nasen mit Kleber besudeln und den Rahmen von innen reinkleben. Zeige ich euch als Zeitraffer, da wir das ja schon gemacht haben. Dann haben wir hier wieder ein Poster von den Incredibles, die Unglaublichen. Und dann geht es hier weiter mit Rapunzel neu verföhnt 2001. An und für sich ein guter Film. Den habe ich tatsächlich auch schon mehrfach jetzt gesehen, auch wenn es ein Animationsfilm ist. Mir gefällt er trotzdem ganz gut, hat schöne Musik, die Charaktere sind gut gemacht und naja, der Film ist ja, oder das, die Geschichte generell um Rapunzel ist ja eigentlich durchaus bekannt. Der Film kam am 24. November 2010 in den USA ins Kino und am 9. Dezember 2010, also gute zwei Wochen später, dann in Deutschland. Der Originaltitel ist Tangled und der ist 100 Minuten lang, hat keine Auszeichnung. Jo, haben wir 1, 2, 3 Doppelseiten und auf der dritten Seite werden dann nochmal die Charaktere zusammengefasst. Der Lieblingscharakter meiner Kinder, glaube ich, oder von den meisten aus diesem Film ist Pascal. Das ist ein Chamäleon. So, wer den Film also nicht kennt, das ist Pascal. Ja, und Flynn Rider wird bei gern nochmal die Empfehlung für Olaf präsentiert. Da präsentiert Olaf auch den Flynn Rider oder spielt den Flynn Rider nach. Und das ist im Film schon recht lustig, aber so wie es Olaf bei Olaf präsentiert macht, ist es noch lustigerer. Ja, und dann gibt es hier noch ein 1, 2 Doppelseiten zu den Unglaublichen, der am 5. November 2004 in den USA ins Kino kam und einen Monat später am 9. Dezember 2004 dann in Deutschland. Originaltitel The Incredibles. Ist 115 Minuten lang, also verhältnismäßig sehr langer Film, bester animierter Spielfilm und bester Tonschnitt bei den Oscars 2005. Habe ich ehrlich gesagt, ja, ich glaube nur überflogen, also genau den Film richtig aufmerksam geguckt habe ich ihn noch nicht.
Ob ich das jemals tun werde, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Meiner Meinung nach ist das, glaube ich, auch ein Film von Pixar. Und ja, im letzten Video gab es bei der Premiere eine Diskussion, möchte ich es nicht nennen, aber wurde ich darauf hingewiesen, Pixar ist gleich Disney. Ja, aber Pixar war vorher eigenständig und wurde von Disney aufgekauft. Und es wird ja immer noch separat vermarktet. Dann kommen wir zur Ausgabe 33. Die packen wir eh gleich aus, deswegen lasse ich es mal noch drin. Wir bekommen endlich die Tür für Alice im Wunderland und die Eiskönigin. Das heißt, auch die zweite Tür wird endlich eingebaut. Und wir haben Marie von den Aristocats. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Katzen von den Aristocats. Ja, toll. Was meinst du, ob die uns verarschen? Und wir schauen mal in das Heft. Genau, wir dürfen die Türen einbauen, also Tür zusammenbauen, einbauen. Und auch das werde ich euch nur als Zeitraffer zeigen, denn auch das habe ich euch schon mal ausführlich gezeigt und das Prozedere ist im Grunde genommen das gleiche. Es gibt hier nichts, was anders ist, außer dass die Tür am Ende anders aussieht. Aber die Einbauweise und die Zusammenbauweise ist exakt dieselbe. Da verweise ich dann auf das Video, wo ich das quasi ausführlich gezeigt habe. Auch das heute nur als Zeitraffer. Ja, dann gibt es hier nochmal eine Biografie von den Aristocats aus dem Jahr 1970. Und beziehungsweise hier geht es spezifisch um Marie, Kreation um 1970, Werke, in denen sie auftrat, Aristocats, Wohnsitz Paris, genau, was sie liebt, Milch, ihr Talent, singen. Ja. Dann haben wir Zoomania. Zoomania habe ich tatsächlich geguckt. Gibt es auch einen lustigen Charakter, ich muss mal gerade schauen, ob der hier mit drin ist, natürlich, das Faultier. Also wer Zoomania noch nicht geguckt hat, kleine Filmempfehlung für heute Abend, guckt euch den mal an. Ist nicht schlecht gemacht für einen Animationsfilm, muss ich ehrlich sagen. Die Story ist ganz gut und irgendwie auch tiefgründiger. Also wenn ihr den Film guckt, dann wisst ihr, was ich meine. Möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil sonst würde ich spoilern. Ich sage nur Integration. Ja? Also guckt euch diesen Film mal an. Sehr gut gemacht und das Faultier ist hier das Beste. Ja. Informationsblatt dazu ist, der Filmstart war in den USA am 4. März 2016 und am 3. März, sogar einen Tag vorher, in Deutschland. Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Originaltitel ist Zootopia. Der Film geht 108 Minuten und bekam die Auszeichnung als bester Animationsfilm bei den Oscars 2017. Ja, ist eine Doppelseite und das war's, da wir ja sehr viele Bauabschnitte haben, wobei ja sich das ja im Grunde genommen wiederholt. Heißt jetzt im Umkehrschluss, ich werde einmal die Hütte herholen müssen, denn wir wollen ja das Fenster einbauen und das Paneel, was ja noch fehlt. Ich glaube, ich werde das beides als Zeitraffer machen. Also heute wird es wahrscheinlich ein relativ kurzes Video werden, da ich sehr viel als Zeitraffer mache. Es macht ja auch keinen Sinn, die Paneele. Ihr kennt das, Paneele habe ich euch schon gezeigt, wie wir die eingebaut haben. Das ist halt nur das Ersatzpanel. Fenster habe ich euch schon gezeigt, wie wir das eingebaut haben. Dementsprechend gibt es das heute als Zeitraffer. Gut, dann mache ich einen kurzen Cut, hole das Puppenhaus her und dann legen wir los.
ich weiß schon nicht, was ich sagen soll, obwohl ich mir das eigentlich alles so vorgestellt habe, dass ich hier was erzähle. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder mit Ausgabe 32 und 33. Und ja, auch wenn das jetzt im Video recht schnell aussah. Nicht doch. Das liegt ja daran, dass es ein Zeitraffer ist. Ich habe jetzt tatsächlich für die beiden Ausgaben, also mit Fenster und Tür und dem einen Panel, jetzt eine gute halbe Stunde gebraucht. Interessant. Aber ihr habt es jetzt auch mal als Zeitraffer gesehen und habt wahrscheinlich auch gesehen, dass das exakt dasselbe ist wie bei den anderen Fenster bzw. bei der anderen Tür. Was ich euch jetzt aber noch zeigen möchte, ist, mal gucken, ob die Kamera das auch schafft, scharf zu stellen, ist einmal das Kissen mit der Mickey-Silhouette. Das ist wirklich großartig, gefällt mir richtig, richtig gut. Tolle Sache. Schönes, kleines, feines Detail. Ja, gut, damit ist auf der unteren Ebene jetzt zumindest schon mal drei Fenster drin. Jetzt fehlen noch drei Fenster bei Alice und zwei Türen sind schon drin. Plus die Eingangstür und ja, das einzige Problem, was ich hatte, ich weiß gar nicht, ob man das im Video im Zeitraffer überhaupt erkennen kann, ist aber die Türhälfte von Alice war aus Kunststoff und die Türhälfte von der Eiskönigin war aus Holz. Allerdings hat das Holz einen richtigen Knick gehabt. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch erkennen kann. Ich müsste noch mal schauen. So jetzt im Nachgang. Ja, das hat sich durch die Leisten, die man außen rum macht, doch ganz gut begradigt. Das war mal ein Erlebnis. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein beim Popinhaus, wenn ihr nichts verpassen wird, dann wollt, denn beim nächsten Mal geht es mit Ausgabe 34 und 35 weiter. Und ja, das wird mindestens genauso spannend. Ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt wieder was Neues zu tun. Etwas, was wir noch nicht machen durften.
Im weitesten Sinne. Was grinst du dabei so denn? Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten bitte konstruktive Kritik in die Kommentare unten. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. Ciao.